Hier wird gefragt, diese lineare, aber nicht homogene Differentialgleichung zu lösen. Wir werden jetzt die allgemeine Auflösungsmethode durchnehmen, aber bitte nicht erschrecken, hinterher werden wir sie in Kurzform zusammenfassen. Die allgemeine Form solch einer Differentialgleichung ist diese da. Links vom Ist-Zeichen steht diese lineare Form, das heißt eine konstante Zahl mal die n-te Ableitung der gesuchten Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine weitere konstante Zahl mal die n-1-te Ableitung der gesuchten Funktion y gegenüber der Variablen x und immer so weiter bis eine konstante Zahl mal die erste Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine konstante Zahl mal diese gesuchte Funktion y, man könnte hier auch sagen, mal die nullte Ableitung von y gegenüber der Variablen x und rechts vom Ist-Zeichen steht das Produkt einer Exponentialfunktion mit Basis e und eines Polynoms in x. Diese Zahlen cn, cn-1 bis c0 sowie auch diese Zahl c, das sind komplexe Zahlen und dieses pq von x, das ist ein Polynom q-ten Grades in x. Die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung schreibt sich allgemeine Lösung y in x gleich die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung plus eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich so, wie in vorigen Tutorials im Detail erklärt. Eine partikuläre Lösung dieser Differentialgleichung schreibt sich so, wir haben das Produkt einer Potenz von x mit einem Polynom q-ten Grades in x und einem Exponentialausdruck e hoch c mal x. Dieser Exponentialausdruck kommt von der Angabe. Dieses m, das ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl c, also von dieser Zahl c, im charakteristischen Polynom dieser Differentialgleichung und dieses P-Sternchen von q in x, das ist ein Polynom q-ten Grades in x, wo dieser Grad also genau derselbe ist wie dieser Grad. Wie findet man dieses Polynom, die Koeffizienten von diesem Polynom P-Sternchen q in x, findet man, indem man ausdrückt, dass eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Gleichung Lösung dieser Gleichung ist. Wir werden nachher im Beispiel sehen, was das Ganze im Detail bedeutet. Fassen wir diese Methode in Kurzform zusammen. Wir haben hier die kurz geschriebene lineare nicht homogene Gleichung dieser Form. Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung und einer partikulären Lösung der nicht-homogenen Gleichung. Die allgemeine Lösung der nicht-homogenen Gleichung findet man so, das ist die Kurzform hiervon, und eine partikulare Lösung der nicht-homogenen Gleichung findet man so. Das ist von hier übertragen. Also können wir diese Methode jetzt wegmachen und versuchen, dieses hier anzuwenden. Suchen wir zuerst die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung. Wir suchen also zuerst y-Index h. Dazu schreiben wir zuerst die homogene Gleichung auf, das heißt der unabhängige Term, der von y unabhängig ist, ist in der homogenen Gleichung gleich 0. Wir bilden zuerst das charakteristische Polynom, das ist natürlich z hoch 2 minus 4 mal z hoch 0, also z Quadrat minus 4 gleich 0. Davon suchen wir die Nullstellen.
mit ihren jeweiligen Vielfältigkeiten. Wir sehen sofort, minus 2 ist eine Nullstelle mit Vielfältigkeit 1 und 2 ist eine Nullstelle mit Vielfältigkeit ebenfalls 1. Wir wissen also, dass die allgemeine Lösung dieser homogenen Differentialgleichung sich wie folgt schreibt. Das wissen wir von da. Wir schreiben zuerst ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades, das heißt eine Konstante, wir nennen sie C1, mal e hoch diese Nullstelle mal x plus ein Polynom 1 minus 1. Grades, das heißt 0. Grades. Ein Polynom 0. Grades ist wieder eine Konstante, nennen wir sie C2, mal e hoch diese Nullstelle 2 mal x. Da haben wir sie auch schon, die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung. Halten wir diese hier fest. Jetzt suchen wir eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die finden wir, indem wir dieses Produkt erstellen. Also legen wir los. Eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung schreibt sich so. Diese Zahl 2 kommt von der Angabe. Dieser Exponent 1 kommt von der Vielfältigkeit dieser 2 als Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Das ist das charakteristische Polynom der Differentialgleichung. Die 2 ist effektiv eine Nullstelle mit Vielfältigkeit 1. Deshalb steht hier x hoch 1. Und hier wird dann multipliziert mit einem Polynom ersten Grades in x, weil dieses Polynom in der Angabe ebenfalls ersten Grades ist. Das machen wir wieder weg und schreiben hier allgemein ein Polynom ersten Grades in x. Das ist eine Zahl a mal x plus eine Zahl b. Jetzt gilt es noch, diese zwei Zahlen a und b zu bestimmen. Wir verteilen hier dieses x auf diese Klammer und finden so, dass eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung sich so schreibt. Wir wissen also, dass dieses Produkt eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung ist. Also muss dieses yp von x die Differentialgleichung erfüllen. Schreiben wir das schon mal auf. Was wir jetzt versuchen zu machen, das ist, diese Konstanten a und b zu bestimmen. Wir werden in der Differentialgleichung die unbekannte y durch dieses yp von x ersetzen. Dazu brauchen wir hier die zweite Ableitung von diesem yp. Also rechnen wir zuerst die erste Ableitung. Das ist die Ableitung von einem Produkt f mal g. Das macht f' mal g plus f mal g'. Hier können wir e hoch 2x ausklammern, tun wir das, und zwischen Klammern erhalten wir diesen algebraischen Ausdruck. Das ist also die erste Ableitung. Die müssen wir jetzt nochmal ableiten, um die zweite zu finden, tun wir das. Wir haben hier wieder die Ableitung von einem Produkt. F mal G prim, das macht F prim, steht da, mal G, steht da, plus F, steht da, mal G prim, steht da. Hier klammern wir wieder E hoch 2x aus und zwischen Klammern erhalten wir diese Summe. Das ist also die zweite Ableitung von yp gegenüber der Variablen x. Jetzt können wir diese Gleichheit hier ausschreiben, indem wir diese zweite Ableitung durch dieses Produkt ersetzen und dieses yp durch dieses Produkt ersetzen. Das ist zwar lang zu schreiben, aber schnell zu verstehen. Wir werden das Ganze jetzt hier noch durch e hoch 2x teilen.
Das führt dann zu dieser Gleichheit, die wir noch etwas einfacher schreiben können. Es führt also zu dieser Gleichheit. Das ist die Gleichheit von zwei Polynomen. Zwei Polynomen können nur dann gleich sein, wenn die jeweiligen Vorzahlen der Potenzen gleich sind. Das heißt hier, die Vorzahl von x links muss dieselbe sein wie die Vorzahl von x rechts. Das bedeutet, dass 8 mal a dasselbe sein muss wie 1. Und der unabhängige Term links, das heißt zweimal diese Klammer, muss gleich sein zum unabhängigen Term rechts, der 0 ist. Hier rechts steht x plus 0. Daraus schließen wir dieses Gleichungssystem. Die erste Gleichung führt sofort zu a gleich 1/8. Und wenn wir dann in der zweiten Gleichung a durch 1/8 ersetzen, dann finden wir für b minus 1/16. Jetzt haben wir endlich diese zwei Konstanten a und b gefunden. Also in yp von x können wir a ersetzen durch 1/8 und b ersetzen durch minus 1/16. Somit finden wir dieses yp von x, das wir jetzt neben diesem yh von x festhalten. So, jetzt ist die Arbeit fast getan, denn die allgemeine Lösung dieser nicht homogenen Differentialgleichung, das ist die Summe von diesem yh von x und diesem yp von x. Und daher haben wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung gefunden.